Moin zusammen, ich weiß nicht, was gerade passiert ist. Ich habe die Aufnahme gestartet und OBS ist abgeschmiert. Also, wir sind jetzt in Sunny Meadows. Ich war so böse und habe gesagt, ich habe noch mal Lust auf Sunny Meadows. Sie sagte, ach, so viel laufen. Ach komm, wir können es doch versuchen. Natürlich, ja, jetzt werde ich direkt wieder mit einem Geisterfoto bestraft. Breaker Spawn ist aber gut. Wer weiß, vielleicht. Oh nein, die Items sind falsch. Ach, es hat nicht meine Items primär genommen, wie es scheint. Na super. Okay, dann ist es T2. Ach, meine Güte. T2 ist eigentlich besser als die T3. Das sieht echt schön aus. Hallo, Sunny Meadows. Ich freue mich schon auf dich. Also, rein da mit null Beweisen. Okay, ich gehe schon mal rein. Sorry, falls sie was komisch klingt. Sie ist etwas krank. Also ist das alles in Ordnung. Ach, mein kleiner Bruder hat wohl wieder irgendwas aus der Schule mitgebracht. Ihr wisst ja, wie es ist. Manche Eltern lassen ihre Kinder einfach nicht zu Hause, wenn sie krank sind. Und dann, zack. Ihr wisst ja, wie es sich verbreitet. Bestimmt. Obwohl, eigentlich wissen es die meisten Menschen wohl nicht, weil sie irgendwie darauf scheißen. Aber egal. So, wir haben den Breaker direkt hier. Es ist eigentlich der zweitbeste oder drittbeste Spawn. Wir haben hier auch ein Versteck, was sehr schön ist. Ah, ich überlege gerade mal, jetzt wo ich hier angefangen habe. Ich suche jetzt hier erstmal den Gang ab. Also. Was ist hier die Strategie? Ganz einfach. Ich nehme keine besonderen Items mit, außer natürlich die Smudgies und diese Laterne. Einerseits, um die Sanity zu halten, aber auch um, wie ihr seht, die Laterne gibt sehr viel Licht. Man sieht viel. Außerdem wisst ihr auch, wenn der Geist da ist, wenn er sie auspustet. Hier ist übrigens ein Versteck. Und ich weiß, viele Leute sind ungeduldig, benutzen die Cursed Possession sofort, wollen sofort den Geisterraum, haben keine Zeit. Das ist Ambient Sound. Aber wisst ihr, ich weiß die Arbeit von CJ hier wirklich zu schätzen und mir gefällt diese Map. Es ist einfach nur schön, hier auf dieser Map rumzulaufen, diese Ambient Sound, was ihr gerade gehört habt, zu genießen. Die ist offen. Man, schaut mal, man kann die bewegen hier, ne? Oh, die geht nicht weiter auf. Aber ich kann die. Moment mal. Man kann die doch bewegen, oder nicht? Ich kann mich doch daran erinnern, dass man die öffnen kann. Genauso wie unten in der Leichenhalle die. Ich weiß, man kann sie einschalten. Mache ich jetzt aber nicht, weil das zu irritierend ist. Also der Geist kann hier sein und damit interagieren. Am Anfang waren die mega laut. Da hast du das sofort gehört. Wow. Okay. Ich hole mir die Kamera. Oh, und der Geist ist hier. Ghosty Pants? Die Tür kam von hier irgendwo. Okay. Wow. Wir haben beides. Ups. Knochen und Geist. Welche? Hinter mir, da. Okay. Geist und Knochen. Oh, Moment. Sorry, Leute, weil ich hier so ein bisschen verwirrt und planlos hin und her laufe. Aber ich mach mal hier Licht an. So. Dieses Licht hier, wenn ihr im Dunkeln 100% Sanity verliert, verliert ihr hier auf so einer Map in einem Flur, wenn das Licht an ist, 80%. Macht nicht viel, aber natürlich hilft es euch, was zu sehen. Also, wir kümmern uns um Knochen und um den Geist. Bis gleich. So, also, der Geist ist irgendwo hier, wie es scheint. Oder, Moment, mir fällt gerade ein, es könnte auch ein Stalker sein, der einfach hier zu mir gelaufen ist und deshalb hier rumhantiert hat. Die Türen, na, die haben sich mal wieder nicht bewegt. Ich habe hier auf jeden Fall. Schon drin, B-Test, B-B-B, Ja, ich kann dich hören. Hörst du mich auch? ja, ist schon drin. Ja, ich habe auch schon den Knochen. Oh, das war der Brecki. Der Geist war hier bei mir in der Nähe was am Machen. Ich weiß aber noch nicht genau, ob das der Geist darum ist oder ob der einfach nur zu mir gewurmt ist, ob das ein Stalker ist. Okay, wo bist du jetzt? Da, wo der Breaker ist, wenn du reingehst und dann rechts gehst. Okay, in dem Raum da, ne? Ich habe beim Breaker das Licht angelassen und habe in dem Flur, wo ich den Geist gehört habe, das Licht auch an. Also muss einfach nur dem Licht folgen. Hier ist er. Er hat gerade hier was angefasst, eine Tür wieder. Ich weiß aber nicht, ob das ein Stalker ist oder ob der. Doch, der ist hier. Hier ist Atem. Der ist hier in dem Raum. Okay, ich stelle die Laterne vor den Raum. Da, wo die Laterne steht, da ist der Geist. Hey, alles direkt beieinander. Okay. Und du hattest noch Angst, wir haben lange Laufwege. Das ist alles hier in einem Spot.
Der Breaker ist hier, der Geist ist hier, unser Versteck ist hier, alles perfekt. Alles rechts hier aufbauen. Also. Hast du den Knochen schon fotografiert? Ja, ich bin gerade hin und her gelaufen mit der Kamera. Da liegt auch schon eine Kamera in der Nähe. Also bring direkt schon mal Items mit. Mach ich, okay, alles klar. Rechts, ne? Ja, genau, wenn du jetzt da rechts gehst, nicht in den Flügel reingehen. Ich habe da zwar die Tür aufgemacht, die habe ich aber nur aufgemacht, dass wir merken, wenn der huntet. Nicht in den Flügel reingehen, sondern da wieder direkt links. Da ist auch Licht an. Da, wo es Licht an ist, da ist der Breaker und da werden wir uns gleich verstecken. Und weiter runter in dem Gang, wo die Laterne vor der Tür steht, ist der Geisterraum. So. Okay. Was ich jetzt erstmal mache, ich baue jetzt erstmal das Versteck schon mal auf. Weil da werden wir jetzt gleich auch testen, ob der zu uns kommt. Das hätte jetzt vorhin sein können, dass wir einen Stalker haben, Wraith, Banshee oder Phantom, dass der einfach nur zu mir gekommen ist und in meiner Nähe das anfasst. Leider. Aber wir haben ja den Atem da hinten, deshalb ist der auf jeden Fall, ist das sein Hallo Raum. Hallo Geist, hier, bist hier. Ja, ich bringe auch schon mal direkt einen Kruzifix, um abzusichern. Und dann würde ich mal sagen, wir schmeißen alle Items da vor dem Dingensraum hin, vor dem Versteckraum. Hast du eine Kamera? Hast du eine Kamera? Drop sie mir. Drop sie mir. Ach, zu spät. Alles zu spät. Ach, ich habe keine Kamera. Ja, schade. Ich hätte gerne die Tür fotografiert. Naja, jetzt habe ich Sanity verloren. Ich habe ja keine Kamera. Flackerchen. Lass uns erstmal die Items alle hier vorne zu den zwei Tragen hinbringen und dann da weitermachen. Also, wir bringen jetzt erstmal alle Items zum Versteckraum. Also, bis gleich. Ach, übrigens, mir fällt gerade ein, das war ein ziemlich frühes Event gefühlt. Den hier können wir schon mal ausschließen. Er hat vorhin den Breaker gekillt. Ich guck mal, wie viel Sanity ich verloren habe und wie viel Sanity wir jetzt gerade allgemein haben. Weil, wenn wir jetzt noch so in den 90er... Wenn wir jetzt, blöd mit dem Bug, das stoppt doch doppelt so viel. Wenn wir jetzt im 90er, das sieht aus wie eine Twin Interaction, könnte wegen dem Event sein. Wir sind im 80er-Bereich, okay. Shade kann man in dem Fall nicht ausschließen. Also, wir machen weiter, bis gleich. So. Hallo, mein Freund. Hast du was für mich? EMF ist da, das ist sehr gut. Breaker, danke Breaker. Du bist noch da. Okay. Das hier rein. Ich lasse das Licht extra erstmal an, damit die Aktivität noch nicht so hoch ist. Ich weiß, ich sollte eigentlich sollte ich meine Sanity, auf die Sanity aufpassen jetzt gerade und die vorher checken, aber ich will jetzt kurz hier drin nur aufbauen, weil, sorry, wegen der Low FPS. What the... Wo hast du was geworfen? Nebenan? Das klang jetzt aber brutal. Okay. Interessant. Das klang jetzt gerade so, als ob das direkt neben mir wäre. Irgendwie. So, hier gucken wir nachher nach den Orbs und wir beobachten auf diese Weise die Tür. Nein, ich stecke fest. Bitte lass mich raus. Okay, du bist genau auf mich gelaufen, ha? Das macht dir Spaß, ha? Alles klar. Okay, das ist alle. Ich lege das mal an die Seite, weil sonst gucke ich immer und denke, was liegt denn da rum? Ne? So, ja. Eigentlich müsste ich nach der Sanity gucken. Aber ich riskiere es mal. Ich weiß nicht, wie hoch die Sanity gerade ist. Das war ich, glaube ich. So. Wie viel Salz hast du denn belatscht? Mal testen, ob du mehr bist. Aha, interessant. Eins, zwei, drei, vier. Ich hätte gern ein paar Interaktionen von dir. Das wäre mal sehr schön. Eins, zwei, drei, vier. Okay. Ich mache es jetzt so. Ich werde jetzt
Kerze ist an. Er ist immer auf mich draufgelaufen, aber er ist nie rausgekommen oder hier reingelaufen, weil Salz, das streue ich eigentlich immer schon sehr früh, um das zu testen. Okay. Das Gute ist, wir sitzen direkt neben dem Breaker. Das heißt, wir können da eigentlich theoretisch, wenn er den ausmacht, auch Fotos abfahren, während wir da sitzen und auf ihn warten. Ich werde jetzt aber erstmal nach der Sanity schauen. Ich weiß nicht, vielleicht hat das Event mir vorhin auch 20 abgezogen. Also könnte es ein Omi sein. Wir schauen mal. Mist, ihr habt es gerade nicht gehört. Ich habe gerade eine Yurei-Interaktion gehört. Auf den Soundsensoren. Mist, die Tür ist wieder buggy. Bist du in der Nähe vom Geisterraum? Oder nicht? Ich habe, glaube ich, gerade eine Yurei-Tür-Interaktion gehört. Hier im Truck. Ich nehme mal Sanity. Okay. Also die ist noch auf die Tür. Ich glaube, die ist verbuggt. Ich habe nämlich eindeutig eine doppelte Türinteraktion gehört. Wir müssen die Tür auf jeden Fall beobachten gehen. Du kannst dich mit dem Parabol da hinsetzen, wo wir die Items alle gedroppt haben und mal das in Richtung seines Raumes richten. Ich glaube, wir haben einen Yurei. Also, wie könnt ihr den Yurei ausschließen? Ihr smatscht ihn, wenn er im Raum ist oder während des Hans und guckt danach, ob er für 90 Sekunden, die nächsten 90 Sekunden diesen Raum verlässt. Durch einen Bewegungssensor. Ach Mist, jetzt habe ich die Taschenlampe vergessen mitzubringen, oder? Ja, ich habe sie vergessen. Ach, das war mal wieder ganz schlau von mir. Ach ja, nehme ich irgendwie. Ja, ich will die ja einfach nur hier, falls wir nachher... Ich meine, wir haben ja den Breaker da. Du sollst dich doch da hinten hinsetzen, mein Parabol. Oh, ich dachte, du die Tür übernehmen. Die FPS geht mal wieder in den Keller. Okay. Hoffen wir mal, dass wir ein Perfect Game kriegen. Es könnte eine Mimik sein, ne? Müssen wir drauf achten. Das EMF T3 wird uns hier aber sehr hilfreich kommen. Warte mal. Lass mich doch raus! Mann, ich bleib jedes Mal hier. Shit. Ich habe zwar leider das Geisterfoto versaut, aber ich hab's bekommen. Okay. Was wollte ich? Ich wollte nach dem Orb schauen, als der mich gerade hier total aus der Fassung gebracht hat. Das sind alles Texturgeraffels. Okay. Ja. Was hast du da gerade geworfen? Buchgesicht, hä? Bist du ein Buchgesicht? Plupp. Ich meine, die Fotos sind eh schon alle voll. Es ist so eine Gewohnheit, wisst ihr, das alles zu fotografieren. Show yourself. Are you here? Give us a sign. Give us a sign. Show us. Ich beobachte den jetzt mal ein bisschen hier. Vielleicht. Der wirft hier aber einiges durch die Gegend. Er ist sehr aktiv. Ich mag das. Ich mag aktive Geister, wirklich. Ich gebe dir mal ein paar Kisten zum Schluss. Soll ich mal eine Sanity checken hier? Ich hab gerade eben extra Sanity-Pillen genommen und wie gesagt, ich habe die Yurei-Tür-Interaktion gehört. Halt das Parabol weiter auf die Tür und setz dich ruhig in den Raum, wo das Versteck ist, damit die Sanity erhalten bleibt. Du kannst es durch die Wand ja hören, wenn du das Parabol hier in die Richtung richtest. Ich bleibe hier am Raum und versuche es live mitzukriegen. Wie gesagt, das... Warum kann ich das nicht aufheben? Wie gesagt, das Problem ist... Ich habe gerade eine Tür zugemacht, war nicht der Geist. Das Problem ist... manche Türen bleiben stecken. Ihr hört die doppelte Türinteraktion. Ich war leider in dem Moment nicht am Aufnehmen. Ich habe sie aber eindeutig gehört. Sonst hätte ich euch ja gesagt, ihr habt es ja selber gehört, aber ja. Okay, also, interessant, er geht aus dem Raum manchmal raus. Wie ihr seht, er steht gerade im Sensor, jetzt geht er wieder rein. Das hier hat jetzt geflackert, weil der Raum hier mit dem Flur connected ist. Ihr habt ja gesehen, er ist gerade wieder reingegangen und dann hat es hier geflackert. So. Ah, es ist praktisch. Wenn er handeln sollte, kann ich mich in seinem Raum verstecken, nur da ist leider kein Licht. Aber ist ja auch nicht so verkehrt, ne? Sag mal. Ich markiere das Versteck mal. Ja, der Geist ist cool, der ist sehr aktiv, der macht sehr viel. Also, Yurei-Tür-Interaktion.
Ihr müsst hinhören. Wie gesagt, die sind manchmal buggy. Sie gehen nicht zu oder bewegen sich gar nicht. Das passiert auch bei normalen Türinteraktionen sehr oft. Ihr habt es ja vorhin gesehen, als ich den am Suchen war. Ich hatte alle Türen zugemacht und keine Tür hat sich bewegt. Jetzt ist er gerade rausgekommen. Er ist gerade hier bei mir. Aber nicht hier durchgelaufen. Er ist wohl hier so. Und geht gleich wieder rein. Oder er geht in die Richtung. Kann auch sein. Jetzt ist er wieder drin. Seht ihr? Also er geht regelmäßig raus und rein. Ich könnte ihn jetzt theoretisch smudgen und gucken, ob er für 90 Sekunden da drin bleibt. Aber ich will keine Smudgies verschwenden. Falls es jetzt doch kein Jura ist, werde ich die doch noch öfter brauchen, um ihn zu testen. Ich will die Fähigkeit mitnehmen. Das ist normal. Ich fasse die Tür zwischendurch extra immer wieder an. Du hältst das Parabol auf den Raum, oder? Bin ich jetzt alleine oder was? Ah ja. Ich dachte, sie wäre rausgeflogen. Ich werde ihn jetzt gleich mal kurz smudgen und gucken, ob er den Raum verlässt. Es ist jetzt eine Smudge-Stick-Verschwendung. Wollte ich eigentlich nicht machen, aber ich will es testen. Ist jetzt wieder Wissenschaft, was wir hier machen, ne? Also. Bevor ihr smudgt. Benutzt den Sensor. Ich habe gerade gewartet, dass er da reinläuft. So, ich habe jetzt gesmudged. Bei ungefähr 28. Ich erhöhe jetzt die Interaktionsrate. Das heißt, es ist wahrscheinlicher, dass er uns die Fähigkeit zeigen wird. Und er dürfte nicht rausgehen. Moment mal, 28 bei 17. 18:30. Bis 18:30 dürfte er diesen Raum jetzt nicht verlassen. Ungefähr 18:30. Mal gucken, ob er jetzt drin bleibt. Oder ob er uns... Er könnte jetzt auch ein Ghost-Event starten, ne? Weil die Aktivität jetzt erhöht ist. Ich habe es auf jeden Fall im Truck gehört. Ich habe nichts auf dem Monitor gesehen. Seht ihr, er ist hier. Er ist noch hier. Lass du jetzt mal meine Laterne hier in Ruhe, Freund. Das war normal. Seht ihr, sie ist jetzt fast komplett zu. Aber es war eine normale Interaktion. Also ihr müsst wirklich hinhören. Das EMF gibt auch nur ein Reading und er dreht gerade das Putzi hier um. Jetzt geht's hier ab, ey. Jetzt geht's hier ab. 18:30 habe ich gesagt, ne? Er ist rausgegangen. Okay, es ist wohl doch kein Jurei. Hilfe! Ich hab's vorhin im Truck gehört. Es ist wohl doch kein Jurei, weil der hat den Raum verlassen, obwohl ich ihn gesmatcht hatte. Oder es ist kaputt. Komisch. Das ist weird. Der hat mir gerade voll ein Event gegeben. Also er hat den Raum verlassen. Trotz Smudge. Oder er ist nur in die Nähe des Sensors getreten. Das kann auch sein. Halt das Parabol weiter auf die Tür. Ich muss die Sanity checken, weil ich habe gerade ordentlich einen mitbekommen. Das ist jetzt schwierig, weil jetzt erst ist der Smudge-Effekt, glaube ich, vorbei. Oder habe ich mich verrechnet? Wann war das? 16, 20? 17? Ah, nee, wartet. Ich habe mich verrechnet. 17, 30, ne? Ne, 18. Bei 18 konnte er schon gehen. Okay. Meine Sanity ist am Arsch. Okay, wir sind jetzt bei 60%. Ich lasse es mal extra so, ne? Also, sie sitzt ja da im Licht. Das heißt, diesmal nehme ich die mal mit. Das heißt, sie verliert jetzt keine Sanity gerade im Moment. Wir sind jetzt bei 60. Jetzt testen wir auf mehr. Ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Ich müsste das nochmal mit der Tür hören, um sicher zu sein. Weil ich habe es gehört vorhin im Truck, aber die Türe war noch offen. Und andere Spieler können dieses Geräusch nicht nachmachen. Also, da kann euch auch keiner mit verarschen oder sowas. Und hast du schon eine doppelte Türinteraktion gehört? Nein, gar nichts. Wo ist denn der letzte Smudge? Jetzt spinnt mein Monitor. Hier liegt einer am Versteck. Ja, aber ja, den hatte ich ja gerade, aber ich müsste doch noch einen haben. Wo ist der denn hin? Hier, ich hab den gerade hingeschmissen. Ich hatte den auf der Hand. Ach so, ja, okay, dann lass ihn da neben dem Glowstick liegen. Dann ist alles okay. Okay,
Ich werde trotzdem noch mal da in die Nähe gehen. Ich meine, da ist ein Kruzi drin, ne? Die Tür ist noch offen. Da kommt er auch schon wieder raus. Ich glaube, ich habe mich vorhin mit dem Timer vertan. Give us a sign. Are you here? Show us. Are you here? Okay, er ist im Raum. Das war wieder eine einfache. Ich hole mal das EMF hierher, damit ich das zur Not auch schnell greifen kann, um nachzuschauen. Ich fasse die Tür zwischendurch immer wieder mit Absicht an, um, falls die verbuggt ist, um den Bug aufzuheben, aber ich weiß nicht, ob es was bringt. Ah, seht ihr das? Der hat nur den inneren Teil vom Sensor berührt. Seht ihr das? Der war also vorhin nicht rausgekommen. Okay. Aber ich glaube, ich habe mich mit dem Timer vertan. Ich war mal wieder zu blöd zum Rechnen. 18 wäre die Zeit gewesen. Jetzt ist er, glaube ich, wirklich von draußen nach drinnen gegangen. Komm schon. Ich meine, je niedriger unsere Sanity wird, desto höher wird auch die Wahrscheinlichkeit. Und wir haben noch die Kamera da drin. Und wir haben Soundsensoren hier, die das vom Truck aus auch noch mitkriegen. Ich bin so beim Yorei gerade. Das hörte sich vorhin im Truck wirklich so an, aber er hat es jetzt nicht nochmal gemacht. Deshalb bin ich auch ein bisschen bei Mimic. Ich meine, ich kann mich hier zur Not drinnen verstecken, ne? Okay, ich bin gerade im Geisterraum was drin. Damit die Sanity drained. Mal gucken, wann er huntet. Außerdem, wo ist das? Der wird bald haben, danke. Ja, wird er bald, weil wir sind schon bei 60 und wenn ich jetzt hier noch was... Hallo! Hey! War nur ein Event, alles okay. Er hat gerade versucht zu handeln und es ist kein Onryo. Mach mal das Licht in deinem Raum wieder an. Ich wollte das Kruzi eigentlich da rausholen, aber kann ich jetzt nicht. Gibst du mir jetzt einen Airball oder was? Die Sanity ist niedrig genug. Bin ich jetzt mal gespannt. So. Okay, mach schon mal alles aus. Ja, danke. Setz dich ins Versteck. Der Hand steht bevor. Ich war gerade Lichtschalter im Dunkeln am Suchen. Ja, das Wichtigste ist, dass das Licht hier an ist und das im Flur. Der Rest ist egal. Und wenn er einen Breaker ausmacht, ist kein Problem. Der ist ja auch direkt hier. Ist ja alles schön nah aufeinander. Wir haben wirklich Glück gehabt mit der Runde. Der Knochen war direkt da hinten. Der Geist ist da. Hier ist der Breaker. Was will man denn mehr? Ich weiß, manchmal hat man alles verteilt. Über die ganze riesige Map. Aber manchmal muss man auch mal Glück haben. Ich hoffe, es ist ein Yoi. So. Bleib da im Versteck, schalte alles aus. Ich gehe mal ganz kurz nach der Sanity schauen. Aber er hat mich mit einem Ghost-Event erwischt vorher. Also ich glaube, der Wert ist nicht 100% sicher, den ich jetzt gleich sehen werde. Okay. Falls das Licht wieder ausgeht, mach es nur in dem einen Raum wieder an, damit man merkt, wenn der Hand vorbei ist. Naja, ich weiß nicht, jetzt wo der Schalter ist. Der Biker ist auch direkt da, falls er den ausmacht. Ja, er macht ein Event bei ihr. Ich höre es, er macht gerade bei dir ein Event. Aber ist alles okay, da ist ein Kruzi in dem Raum. Bleib einfach im Versteck. Er macht gerade bei ihr ein Event. Ja, seht ihr, die Kamera da flackert. Mhm. Falsche Kamera. Kamera 9 bitte. Danke. Ich sehe keinen Orb, der Mimic ist raus. Ich weiß nicht, meine Sanity ist so dermaßen am Arsch, ne? Hat er versucht, bei dir zu handeln? Ich weiß nicht, ich glaube schon. Hat er das Kruzi da bei dir benutzt? Ja, jetzt. Mach mal bitte den Breaker an. Der hat den ausgemacht. Also Jin ist definitiv raus. Wraith und so ist auch raus. Ich glaube, die Stalker sind auch raus. Das Problem ist, es kann sein, dass das Salz ihn jetzt gerade da festhält, dass er nicht mehr zurückkommt zu seinem Geisterraum. Also sei vorsichtig. Ist der überhaupt zurückgegangen? Der ist noch hier, oder? Ich glaube, der ist noch...
Er hat auf jeden Fall versucht, hier zu handeln. Er ist nicht durch das Salz zurückgelaufen. Er muss durch das Salz laufen, wenn er zu seinem Raum zurück will. Okay, normale Interaktion klang normal. Okay, halt das Parabol weiter in seine Richtung, zu seinem Raum hin. Er ist nicht verschwunden, als ich das Foto gemacht habe. Also ist Phantom raus. Banshee würde ich auch mal raustun. Aber ist das vielleicht doch ein Mimik? Wie konnte er, wenn er hier ein Event macht, zurückgehen, ohne das Salz zu durchlatschen? Ist das vielleicht ein Mimik, der in dem Moment einen Wraith nachgemacht hat und somit über Salz drüber geschwebt ist auf dem Rückweg? Das ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann. Warum huntet der jetzt nicht? Falls ich sterbe, mein Hauptverdacht ist Yurei im Moment. Ich entferne... Oni? Er ist lange sichtbar. Er ist verdammt lang sichtbar. Hilfe! Ich habe keinen Smudge mehr. Ich habe keinen Smudge mehr. Bitte, bitte kill mich jetzt nicht. Bitte. Wir haben so eine schöne Runde. War kein Perfect Game, aber wir haben eine schöne Runde. Bitte. Path Change. Ich weiß nicht, er ist lange sichtbar. Ich schwanke zwischen Oni und Yurei, weil Oni würde passen, so viele Events wieder gegeben hat, aber ein Yurei kann auch so sein. Okay, das war's. Du musst auf jeden Fall mal auf den Kameras nachher gucken, ob das ein Oni ist. Weil mir kam es so vor, als ob er lange sichtbar ist. Aber ich konnte es nicht so gut einschätzen. Soll ich jetzt machen? Ja, geh jetzt. Jetzt gerade ist es safe. Ich hatte ihn eben gesmudged. Ich versuche noch eine weitere Kamera hier am Ende des Flurs hinzustellen. Eine Kamera ist im Geisterraum, eine Kamera ist im Flur auf dem halben Weg und ich werde jetzt noch eine an das Ende stellen. Und dann kannst du auf der Kamera mal schauen, ob du Oni flackern siehst. Ich habe nur noch einen Smudge leider übrig. Wir müssen auch darauf achten, ob er den Raum verlässt in der nächsten Zeit. Ich habe jetzt keinen Smudge-Timer gemacht wegen Spirit. Wir müssen jetzt verdammt aufpassen. So. Okay. Ich bringe die andere Kamera dann jetzt rein und lass die da im Flur stehen. Du kannst dir ja aussuchen, welche du nimmst. Ich schmeiß die Kamera ab. Schau ihn an. Ich hoffe, er hat mich nicht gesehen. Geh weg. Ich habe Line of Sight unterbrochen. Er müsste eigentlich vorbeilaufen. Er sucht jetzt die Last Known Location ab. Das kam mir aber ziemlich schnell vor. Okay, 90 Sekunden vergehen in der großen Map schnell, weil in Hand geht hier eine Minute. Lasst euch davon nicht verwirren. Er ist in der Kapelle. Jetzt kommt er wieder hierher zurück. Okay, wenn er mich gerade eben hier vorne gesehen hat, wird er nachher auch wieder hier rüberkommen beim nächsten Hand. Ich schwanke zwischen Yurei und Oni. Okay, konntest du schon was sehen oder war er zu lange von den Kameras weg? Also ich würde sagen, der kann genau auf die Kamera zugelaufen. Ich würde sagen, 80% Oni. Denkst du auch, das ist ein Oni? Also habe ich mich nicht verguckt, ne? Ja, der war lange sichtbar. Okay, ich werde noch einen letzten Hand machen. Das ist mein letzter Smudge und du hast ja alles im Blick mit den Kameras, ne? Ja, mach mal bitte die eine Tür da noch auf. Da, wo die Kamera jetzt steht, da die eine Tür, Flügeltür da. Und dann gucke ich, bah, das ist ja weg.
Ich kann nicht, der huntet. Ich kann die nicht zumachen. Sonst bin ich gleich tot. Schaut ihn an, Leute. Seht ihr das? An manchen Stellen ist der sehr lange sichtbar. Ich habe keinen Notfallsmatch mehr. Ich muss jetzt aufpassen. Kann sein, dass ich jetzt hier drauf gehe. Mein Freund kam bei mir sehr nah. Er hat auch Line of Sight Speed. Also, ein Oni macht sehr viele Ghost-Events und zieht euch damit viel Sanity ab. Mehr als ein normaler Ghost. Also, wo ein normaler Ghost euch 10% abzieht, das Lipport Vista fliegt. Wo ein normaler Geist euch 10% abzieht, zieht der euch 20 ab. Aber ich stand jetzt auch die ganze Zeit in seinem Raum im Dunkeln. Das kommt auch noch dazu. Was komisch war, war die doppelte Türinteraktion, die ich im Truck gehört habe. Die verwirrt mich immer noch. Deshalb würde ich trotzdem noch mal gerne hinter Mimic her sein. Wo ist denn das Parabol? Das Parabol ist ja nicht mehr hier. Hab ich doch noch... Ja, im Truck müsstest du es ja auch hören. Hör mal in den Soundsensor. Hör mal hin, ob du eine Yurei-Tür-Interaktion hörst. Weil ich habe vorhin eine auf jeden Fall gehört, als ich im Truck war. Deshalb bin ich jetzt so hinter Yurei her gewesen. Aber wenn ich ihn angucke und auch von den Events her, passt Oni. Deshalb verwirrt mich das. Ja, ich wollte gerade sagen, der ist 98% Oni. Ich bin ziemlich sicher, weil ich ihn eben jetzt gerade ganz lange deutlich gesehen habe. Okay, also sollen wir mit Oni fahren, oder? Ja, würde ich machen. Wenn du fragst, dann mit Pech auf, aber kann ich mir nicht denken. Im Geisterraum selber ist kein Orb, ne? Nein. Ist das? Nee, das ist unten. Das hier müsste der Geisterraum sein. Nee, ich sehe da keinen Orb. Ich habe vorhin auch noch mal extra manuell geguckt, weil ich mir gedacht habe, vielleicht ist das ja ein Mimic oder so, der uns versucht zu verarschen. Aufstehen, Geist. Das ist komisch. Ich habe vorhin die doppelte Türinteraktion hier im Truck gehört, aber vielleicht ist das mal wieder ein Bug vom Spiel. Das kann ja auch sein. Okay, dann mit Oni, dann oder? Ja. Dann Abfahrt. Oni ist drin. Hier ist er ganz an der Seite und ist hier trotzdem als zwei Sterne. Okay. Also selbst wenn ihr es verkackt und der ganz an der Seite ist, solange ihr nah genug seid, nimmt das als zwei Sterne. Interessant, weil ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe einfach drauf losfotografiert bei dem Foto. Tatsächlich ein Oni. Warum habe ich die doppelte Türinteraktion gehört? Das verwirrt mich etwas. Ich glaube, irgendwie gibt es da einen Bug. Man kann sich nicht mehr auf die doppelte Yurei-Türinteraktion verlassen. Schade. Also wäre das hier jetzt ein Perfect Game gewesen, dann hätten wir natürlich über 4K locker gehabt. Aber meine Güte, ich meine, mir geht das wirklich bei Sunny Meadows. Ja, man kann sagen, es geht vielleicht ums Geld, ja, aber ich finde bei Sunny Meadows wirklich, wie ich am Anfang schon sagte, diese Ambient ist einfach nur cool. Ich laufe da gerne rum, diese Ambient Sounds sind genial und ich genieße das einfach, durch diese Map zu laufen. Deshalb spiele ich die auch ohne Sprint und ganz gechillt, mit Geduld und so. Ich meine, bin ich in irgendeinem Wettkampf oder so, muss keinem was beweisen, oder? Also, mein Prestige-Level ist doch egal. Mir ist es am wichtigsten, dass es Spaß macht. Und auf diese Weise macht das Spiel Spaß. Wäre ich jetzt so einer, der nur grinden würde, ich glaube, wenn ich das einen Tag lang machen würde, hätte ich keinen Bock mehr. Ja, ich habe mal zwischendurch, mache ich auch zwischendurch mal aus Spaß, spiele ich mal mit null Sanity, dass ich sofort reingehe und sofort eine Hand losgeht. Aber das mache ich so selten, weil das, ich weiß nicht, das ist meiner Meinung nach einfach nur Stress. Einfach Stress in einer Tour und hat jetzt nichts damit zu tun, feige zu sein oder schlecht in dem Spiel zu sein. Ich ermittle die Geister eben lieber auf die gemütliche Art, indem ich sie ein bisschen beobachte. So Geisterdokumentations-like, wisst ihr? Außerdem kann ich es euch ja so nebenbei auch ein bisschen erklären. So, also, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Der hat mich schon beinahe verarscht und mich denken lassen, es wäre ein Yurei. Also, egal was ihr habt, tut immer nochmal doppelt checken, macht keinen Tunnelblick auf einen Geist nur und denkt, ich habe das jetzt auf jeden Fall mitbekommen, auch die Mehrfähigkeit. Kann auch mal passieren, dass der Geist zufällig das Licht gerade anmachen wollte und ihr macht es in dem Moment an und der macht es dann aus, weil er gerade zufällig die gleiche Interaktion machen wollte. Also passt da immer auf,
kontrolliert immer doppelt. Das kann ich euch nur empfehlen, auch beim Spirit zum Beispiel. Ihr habt auch manchmal einen Geist, der einfach nur zu faul ist, um zu handeln. Passiert auch ab und zu. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, das hilft euch ein bisschen, die Geister besser zu erkennen. Bis zum nächsten Mal. Ciao!